Hallo Dennis. Hallo Daniel, wir wollen angeln diese Folge. Super. Und ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ich hocke mich erstmal hin, weil ich habe Na, das auf die Gefühl. alte Moderne, oder? Also, einfach. Hallo! Du verscheuchst mir die ganzen Fische. So, angeln wir mal. Da kommt schon Fische rausgesprungen. Oh, ich glaube, ich hab was. Nein, ich hab nichts. Der, sag mal, wir angeln hier in Ruhe und der fährt hier mit dem Jetski da durch oder was für ein Wichser, ey. Deine Angelrute sieht irgendwie aus, als wäre sie kaputt. Deine auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du das so sagst, dass du eine andere Angelroute meinst als ich. Wie geht's eigentlich eurer Klonschüssel? Ist immer noch kaputt. Danke. Bitte. Oh, ich hab was. Ich hab was an der Leine. Warte. Oh, das Hast ist du Wäsche an blöd. der Leine? Nee. Ich hab einen Fisch. Oh. Ja, dann gibt's ja heute Abendessen. Ja, ich hab auch was! Ich hab auch was! Ich hol ihn mir! Ich hol ihn mir! Geil! Wo ist er hin? Habe ich ihn zu schnell eingeholt oder? Warte. Muss man ihn irgendwie langsam einholen? Ja, also wenn dein Seil grün, gelb wird, es verfärbt sich mit der Zeit, dann reißt Ah, es. Dann musst du mal kurz pausieren und Bist so dann. gebildet, ich wusste das nicht. Wie im wahren Leben. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist in Dein echt auch so, ne? Angelseil verfärbt sich. Oh, das ist aber. Oh. Oh, mein Angelseil ist rot, mein Angelseil ist rot. Oh, ist das ein harter Fisch? Ein Also harter Haken. muss man ihn dann immer so ein bisschen wieder loslassen, oder? Genau, ich lasse ihn mal ein bisschen los. Dann da versuche ich wieder reinzuziehen. Ja, Mann, ich hab was. Shit. Also irgendwie kriege Krass, ich den. hinter uns ist Fels und hinter uns ist noch ein Wolf, ne? Und sie hat noch den Typen getötet. Ja, aber wenn sie Freude dran hat, dann lass sie doch. Ich muss hier angeln. Ja. Entschuldige mal. Ich kann mich jetzt nicht die ganze Zeit nur um sie kümmern. Die ist ja wie so eine aufmerksamkeitssüchtige 14-jährige Instagram-Influencerin, ey. Oh, so wie ich. Ja, so ein bisschen wie du, genau. Die immer so halbnackte Bilder mit so Duckface und so. Nee. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen. Oh, hier ist ein Fisch direkt vor meiner Nase. Also wie viel Fisch hast du schon? Null. Ich habe eben einen gehabt, den habe ich 2 Minuten lang versucht zu Gequält? ziehen und das hat nicht geklappt. Weil das ist immer einfach nur rot geworden und das war immer gleich weit weg, obwohl ich es weiter eingeholt habe. Da kommt schon wieder einer mit dem Jetski. Leute, so kann ich nicht arbeiten. Eigentlich wäre es geiler, wenn wir jetzt noch ein kühles Bier hätten und ein paar Bratwürste oder sowas. Aber. Das ist übrigens, als ich in Kasachstan war, wurde uns auch gesagt, wir können mal gerne angeln gehen. Bei minus 40 Grad, können aber die Angel noch zu Hause lassen. Das Angeln ist gar nicht so wichtig. Nee, es ging wirklich darum, dass halt, dann die, das klingt jetzt vielleicht ganz blöd, aber es gesagt wurde, die Ehefrauen können zum Angelplatz fahren, Au! man lässt Ah, den Angel Bär! aus und die Ehefrauen dürfen dann auch die angelnden Männer einholen. Weil die nicht Oh. mehr in der Lage sind, zurück nach Hause alleine zu kommen. Hier sind irgendwie Bären. Ich kümmere mich mal darum. Oh, Achso, ich bin am Angeln, kann ich jetzt nicht das war ein zurückmachen. Bärenbaby! Ah! Oh Gott! Das ist gar kein Bär! Das war ein Vielfraß. Oh Mann! Schockschwere Not. Da kommt ja schon wieder so ein Arsch. Oh Mann. Jetski woanders, du Wichser! Ich möchte jetzt wenigstens mal einen Fisch fangen. Wo sind denn jetzt hier mal Fische? Hier sind keine Fische gerade. Ich habe noch Da. einen an der Leine und Da ist ein kämpfe mit Fisch, da dem. ist ein Fisch. Komm, komm, komm. Oh, ich kämpfe mit dem härter als mit mir selbst. Ja, das ist der Kampf des Jahrhunderts. Ich merke das schon. Bei mir beißt keiner an irgendwie. Au! Ah, hier ist ein Wolf!
Bin ich der Einzige, der diese Tiere hier alle sieht? Wir sitzen hier schon auf einer... Ich hab dir vorhin gesagt, dass hier ein Wolf ist. Und ja, da unten? Face ist gerade hinter uns hergelaufen. Ich sag, ich muss mich jetzt mal gerade hier um den Fisch kümmern. Ja, du musst dich um den Fisch kümmern. Ich kümmere mich mal um die 5 Bären und 3 Wölfe, die hier... Das ist schon wieder... Ja, kümmer du dich mal um den Fisch. Kümmer du dich mal um den Fisch. Das war ein Hirsch. Okay. Cool. Es hat nicht geklappt. Irgendwie klappt das mit dem Dynamitfischen nicht. Oh, fuck. So, warte, weiter. Ich, da war ein Fisch. Ich will den jetzt haben. Komm, beiß an. Beißen Sie an. Krass, hier liegt ein Wolf. Ja. Das, wo kommt der denn her? Partner, Munition geteilt. Oh, du bist so lieb. So, komm, beiß an. Hallo, da hat gerade einer angebissen. Der hat immer noch angebissen. Ja. Ach Mann, da ist die Leine wieder gerissen. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Fisch zu fangen. Irgendwas mache ich noch ganz grundlegend falsch wahrscheinlich. Ich habe gerade einen Typen vom Jetski runtergeholt mit Molly. Irgendwo brennt hier jemand, habe ich auch gehört. Ja, der wollte halt... Oh Gottes Willen. Gott, dieser Angeltrip, der läuft irgendwie aus dem Ruder. Aus der Route läuft der. Also man muss auch immer gegenhalten, oder? Naja. Na komm. Du geile kleine Fischsau. Aber ich kriege ihn überhaupt nicht näher zum Ufer. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe das ganze Prinzip nicht. Ich habe es jetzt auch nur noch einfangen können. Das ist eigentlich schade. Ja, aber ich meine, das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, ich angel jetzt hier schon 7 Minuten und habe noch nichts gefangen. Das ist in der Realität doch viel einfacher. So, komm jetzt her hier. Jetzt komm doch mal her. Ich gehe jetzt einfach mal... Oh. Hat auch nicht funktioniert. Scheiße. Wie viele Angelleinen habe ich eigentlich dabei? Ich habe schon 15. Unendlich. Okay, alles klar. Wir müssen im Herzen Montanas. Achso, da hat man einfach ganz viele davon. Hm. Die Menschen leben davon. Guck mal, der ist doch schon fast am Ufer jetzt hier. Das gibt's doch nicht. Am anderen? Ja, genau, das sind Gayfisch. Meiner auch. Oh, und jetzt zu Kopf. Ich hab das Gefühl, er schwimmt immer weiter weg. Es ist... Komm schon. Mann, jetzt ist er abgerissen. Scheiße, nur weil du da hingeschwommen bist. Du Arsch, ich hatte ihn doch schon. Was soll das denn? Ah. Wir können uns aber auch einfach mal ein einfacheres Gebiet holen. Vielleicht da beim Flugzeug. Nein, das ist super hier. Ich krieg schon noch einen. Das kann doch nicht so schwer sein. Das sind doch nur Fische. Das ist ja nicht so, als wären das hier irgendwelche Sektenanhänger, die uns Probleme machen. Komm schon, du kleiner Fischficker, ey. Mann, okay. Ja, dann halt woanders. Nee, mach mal weiter. Ich bin schon auf dem Weg. Nein, ich... Ach, boah, guck, was da kommt. Oh, Boote. Und ich schwimme direkt neben ihnen. Ja, das ist lieb, dass du mir das Leben rettest. Bitte. Lass mal den hier. Schieß mal nicht auf den. Das ist aber... Okay, du darfst doch auf ihn schießen. Ich dachte, ich kann vielleicht an Bord springen. Oh, du hast bewaffneten Flusskonvoi abgeschlossen. Im Vorbeigehen. Gut gemacht. Oh, du hast schon wieder Spaß da hinten. Und ich schwimme hier noch. Nee, ich möchte angeln. Oh, ich höre jetzt mich hier ein schönes... Ich höre Faith irgendwo. Ja, die erzählt irgendwas von Liebe machen und stricken. Also das Übliche. Ja. Warte, habe ich hier vielleicht ein schönes Angebot für uns? Ja. Oh, können wir vom Boot aus angeln. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ja, warte, ich hol mal eins. Hol mal eins und ich gucke mich kurz mal an dem Haus hier um, ob hier noch irgendwas einzusammeln ist. Ich wurde schon wieder gesegnet. Ich habe das Gefühl, es nimmt langsam Überhand, was Segnungen angeht.
Ach, das Dennis, wenn wir uns das nächste Mal treffen, segne ich dich auch. Oh. Du weißt schon, dass Swaffeln nicht gleich segnen ist. Also, nur so. Okay. So, kannst aufsteigen. Ich, ja. Auf dich oder aufs Boot? Aufs Boot. Schade. So. Wir fahren mal den Fluss runter, gucken und suchen mal nach einer anderen Angel. Ja. Folge mal der Angelroute, dann kann ich nutzen meine Angelroute. Warum ist eigentlich der ganze Fluss so grün-schwadig? Haben die da echt das Zeug in den Fluss gekippt oder was, dieses Drogen? Was ist das, ein Bösewicht? Den kannst du ja noch... Oh, der hat das viel, das größte, viel, das viel größere Boot. Ja, jetzt nicht mehr. Ich sag mal, das war einmal. Mhm. Achtung, was ist das hier? Nee, ein leeres Boot, alles gut. Also du hast ja auch eine richtige Waffe, die du beseelen kannst, ne? Ich hab alles. Wie du segeln kannst. Die ist gesegnet. Gesegnet seist du M4A16, geheiligt sei dein Name, gebenedeit deine Munition. Achtung, hier links ist irgendwas, wir machen hier gerade Blitz reinschmeißen. Was? Nee. Vergesst es. So. Nix mit Blitz. Guck mal, der Typ da, der ist jetzt so unter Droge gleich. 5 Blitzcontainer explodiert um ihn rum. Gut. Der Widerstand hat gerade eine Ladung neuer Ausrüstung bekommen. Sieh es dir an, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst. Geil, Ausrüstung. Hab ich Bock drauf. So, jetzt fahren wir hier mal ein bisschen weiter. Muss da hier gibt's irgendwie gerade keine Fische, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht verscheuchst du sie auch mit diesem laut brummenden Boot. Hier wird bestimmt ein Fisch angelockt von dem Rest des Helikopters. Von dem Helikopter, bestimmt. Ach, irgendwie ist unter Wasser ist meine Sicht ein wenig getrübt durch das Bliss. Ist hier irgendwas helikoptermäßig? Nö. Kann man nichts einsammeln oder so. Ich sehe hier gerade keine Fische. Nee, sieht schlecht aus. Wir müssen weiterfahren. Daniel, wir müssen weiter. Weiter geht's. Ich stehe weiter hier vorne. Ich bin übrigens der König der Welt, nur damit du es weißt. Ja, ich küsse dich gleich. Oh, hier war ein Fisch gerade. Du bist über einen Fisch rübergefahren. Ich glaube auch, da ist bestimmt ein Fischgebiet. War das so ein Häuschen? So ein... Das kann gut sein. Ja, dann angeln wir mal hier. Ja. Ich kann nicht rückwärts fahren, doch. Langsam. Das ist wie ein Pferd, die können auch nicht so gut rückwärts reiten, wobei Dressurpferde schon. So. Ich hab einen Fisch. Warte, der kommt gleich. Ja, ich hab ihn. Komm. Komm, du kleiner Stricher. Der kann doch nichts. Ich hab auch einen. Ja. Der macht mir auf jeden Fall bisher weniger Probleme als die in dem anderen Gebiet. Yes, eine Regenbogenforelle. Oh, das ist ja ein prächtiges Exemplar. 12,5 Pfund. Da wurde heute aber richtig gefressen heute Abend. Oh, eine Regenbogen. Oh, ich hab auch einen. Ah, mal gucken, was das für ein Oschi ist. Oh, ein großer Junge, Mann. Da guckt er sich den Mund an. Und wie viel hat deine? 12,4. Ja, meine war größer. Meine ist immer größer. Du. Komm, wir machen dann noch eine. Hier sind doch noch mehr. Wo die herkamen. Dann können wir heute Abend den ganzen Widerstand ernähren. Alle Kugas werden gefüttert. Heute Abend fütter ich alle Kugas. So, okay. Na, das war's. Weiter den nächsten an der Leine. Ah, okay. Ja, ich muss erstmal hier ein bisschen anlocken. So. Komm, beiß an. Ja. Sehr schön. Alles kam schon mal zusammen. Ja, also die... Barsche waren auf jeden Fall sehr viel schwieriger als die Kugas hier. Ach ne, Entschuldigung, die Forellen. Ah, ich hab noch einen. Ja, ich auch gleich. 14,11. 14? Nicht schlecht. Und meiner hat... Es ist 12,9. Schade. Dann gewinnst du wohl diese Runde. Okay, dritte Runde. Dritte Fischrunde. Sind hier noch Fische? Da hinten ist noch einer. Komm her. Ziehen. Ja, hab ihn. Und... Jawohl. Und, was kann der? 13,18. Ja, da warst du schon mal drüber. Und?
Und mein dritter ist beeindruckende 11,99. Wollt ihr mich verarschen? So, was kann ich jetzt mit so einem Fisch machen? Kann ich den direkt jetzt hier essen oder was? Ich will den. Ich hab auf Hunger. Den Tisch kommt heute ein Fisch. Ja, aber richtig. Ich habe 3 geile Regenbogenforellen. Kann ich nur? Ich habe jetzt 4 geile. Kann ich nur in Geschäften verkaufen? Ich dachte, ich kann die auch einfach selber essen. Das ist ja blöd. So, was kann ich hier? Achso, hier kann ich mir Boote, Gegenstände verkaufen. Diese Karten, die man einsammelt, Regionalkarten, brauche ich die noch oder ist... Ich glaube, die zeigen dir nur an, wo Zeug ist, wo Fisch ist. Okay, warte mal, ich guck mal kurz im Inventar, ob man die irgendwie noch nutzen kann, sonst verkaufe ich die jetzt einfach. Nee, okay, also die braucht man nicht mehr. Gut. Gut, muss ich ja nur wissen, liebes Spiel. Danke dafür. Dann Beute verkaufen. Dann verkaufe ich jetzt mal alles. Alles verkaufen. Schön. So. Gut. Dann fülle ich meine Munition wieder auf. Und... Ja, ich habe jetzt auch schon mal gleich hier was geholt. Was Feines? Was Feines. Ein Flap-Flap. Mit Munition und Waffen und allem. Ich merke schon. Gut, aber ich würde sagen, wir haben genug geangelt. Wir haben, Würde ich sagen, neue Folge, neues Glück. Genau, nächste Folge geht's dann weiter mit Action, mit weniger... Wobei, ich fand, das war für so einen entspannten Angeltrip eigentlich relativ actionreich, muss ich sagen. Wir haben den Flusskonvoi ausgeschaltet, ich habe 3 Bären und einen Wolf getötet, also das läuft. Das ist schon gut, ne? Einfach mal in Ruhe angeln, so sage ich das auch immer. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.